Bei jedem anderen Bundesligaspieler spielen 100 Spieler. Mit der Nummer 27, Philippe! Nächster Spieler hat die Nummer 28 auf dem Rücken, auch ein Meisterspieler, Daniel Gitschek. Auf der linken Abwehrseite gibt es in Deutschland nichts Besseres. Übergangssaison mit der Nummer 29, Marcel Meyer! Im nächsten Spiel habe ich nach dem ersten Spiel gesagt, der beste Spieler seit 30 Jahren, ich muss mich revidieren, seit 50 Jahren. Mit der Nummer 31, Mario! Als Nuri verletzt war, war er da. Was hat er für schöne Freistoßtore geschossen? Unser Spieler mit der Nummer 32, Antonio! Nächstes einer unserer jungen Garde, da wird sicherlich in den ersten Jahren noch viel kommen. Und der Spieler mit der Nummer 39, Marco! Genauso jung, genauso talentiert. Mit der 41, Johannes Vogel. Kommen wir jetzt zur höchsten Nummer bei uns im Kader, auch ein junger Spieler. Wir begrüßen ganz herzlich mit der 44, Marc Hortschu. So, jetzt kommen wir zu unseren Co-Trainern, die maßgeblich daran beteiligt sind, dass wir deutscher Meister geworden sind. Hier ist Celko Bubac, Peter Kravitz, Teddy Gewehr, Oliver Wagnert und Florian Wagner. Und der Mann, der immer für gute Laune sorgt, unser Teammanager Fritz Lütschermann.
Quicks. Und der Mann, der dafür sorgt, dass alle Spieler schnell gesund werden, unser Mannschaftsarzt Markus Braun. Unsere Physios, die sich Tag und Nacht um unsere Spieler kümmern. Peter Kuhn, Torben Schöster und Thomas Setzmann. Die Mannschaft hat einen Zollquart, damit jemand die richtigen Klamotten hat. Frankie Gräfe, unser Busfahrer Martin Bock und unsere Übersetzer Adi Wollers und Yamamori Schöpfer. Wo sind die Jungs? Auf, Box! Bock, da will ich raus! So, da sind sie. Da muss gut übersetzt haben. Schicci hat alles richtig gemacht. Und was ihr Tag für Tag hört, beziehungsweise lest, dafür ist ein Mann verantwortlich. Unser Pressechef Josef Schneck. Unser Schatzmeister ist natürlich auch da, Reinhold Luno. Unser Vizepräsident Gerd Pieper. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Thomas Dress. Und der Direktor Verwaltung und Organisation, Christian Hoppius. Und jetzt kommen die Väter des Erfolges.